Hallo, kurz zwei Anmerkungen. Erstens, sämtliche Aufnahmen sind entstanden auf bzw. in Grönland, eigentlich eher auf Grönland. Zweitens, sämtliche Hasen sind tatsächlich Wildtiere, also da ist nichts Gehege oder sonst irgendwie, ist auf einer Wanderung entlang des Arctic Circle Trails entstanden. So, das waren die wesentlichen Anmerkungen zum Beginn und ich hoffe, es sind ein paar schöne Bilder dabei. Alles übrigens auch von mir und meiner Verlobten, aber die hat, glaube ich, nur zwei, drei, vier, fünf Bilderchen beigesteuert. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Ja, und damit legen wir los. Dieses Bild ist aufgenommen von unserem Zeltplatz. Da saßen wir gerade und wollten Abendessen machen und da ist in der Ferne so ein weißes Objekt aufgetaucht. Und dieses weiße Objekt kam näher und ist immer mal wieder stehen geblieben und hat sich hingehockt und hat geguckt, was wir wohl für komische Viecher sind und was wir da so treiben. Und dann kam es wieder näher, ist wieder ein Stückchen weiter gehoppelt und hat sich wieder hingehockt und geguckt und kam wieder etwas näher und ist sich wieder hingehockt und wieder hat es geguckt. Und dann ist er plötzlich losgerannt wie blöde. Noch mit einem kleinen Verschnaufpäuslein und hat dann mit einigen riesigen und gewaltigen Sätzen, ich hatte schon überlegt, ihm ein rotes Cape zu photoshoppen, hat er sich durchs Lager bewegt. Da waren noch drei andere, nee, zwei andere Zelte von zwei anderen Kleingruppen, also ein Pärchen und nochmal eine Gruppe von vier Leuten, glaube ich. Jedenfalls springt der durchs Lager, als wäre es gar nichts, und dann ist er geflüchtet und hat sogar, als ob wir hier irgendwie einen billigen Cartoon oder sowas machen würden, sogar noch eine Staubwolke beim Wegrennen hinterlassen. So, und das war unsere erste und ich hatte befürchtet einzige Begegnung mit dem arktischen Hasen, dem Polarhasen, dem Lepus arcticus, der krasseste Hase überhaupt. Aber wir haben ihn nochmal wieder gesehen. Und das ist auch gut so. Dann deswegen habe ich jetzt jede Menge Material, wozu ich dann was erzählen kann. Ja, wir starten mit der überaus wichtigen Information, dass es sich beim Polarhasen um einen der acht handelt. Es gibt nämlich genau acht Säugetiere auf ganz Grönland, also nicht acht Stück, sondern acht Arten, die da sind. Der Polarhase, der Eisbär, der Wolf, der Eisfuchs. Dann das Rentier, der Hermelin, der Lemming und der Moschusochse. Und ich hoffe, das waren jetzt alle acht und ich habe niemanden vergessen. Jedenfalls bei den Kleinviechern bloß diese drei hier. Und gut, der Eisfuchs ist auch klein. Und naja, lassen wir das. Gehen wir zurück zu den Hasen. Jedenfalls besonders viele Säugetiere gibt es nicht. Umso wichtiger ist halt eben auch dieser sympathische Zeitgenosse, damit man auf seine Säugetierquote auch kommt, die man unterwegs entsprechend beobachten kann. Und also wirklich ein sehr, 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 sehr schönes, sehr sympathisches Tier, der Polarhase. Gut. Erstmal zu den Hasen. Hasen sind keine Nagetiere. Man hat irgendwann mal festgestellt, also nachdem sie lange Zeit zu den Nagetieren gezählt wurden und da halt einfach eine Unterart gebildet, eine Unterkategorie gebildet haben, sage ich jetzt mal, hat man dann irgendwann festgestellt, ja, Moment mal, anders als die Nagetiere haben die Hasen ja gar ja ein zusätzliches Paar Schneidezähne hinter den oberen Schneidezähnen. Das ist ganz interessant. Die müssen noch irgendwie rezent vorhanden sein. Die waren vielleicht mal nützlich. Momentan erfüllen sie keine praktische Funktion beim Kauen für den Hasen. Aber diese Besonderheit im Kiefer führt dazu, dass man gesagt hat, nee, das ist was anderes als das Nagetier. Das hat mit dem Nagetier so nichts zu tun, weil diese Besonderheit mit diesen Zähnen weist auf eine andere Abstammung hin. Und man hat sich dann auch abstammungsgeschichtlich eben mit dem Tier mehr beschäftigt und festgestellt, klar gibt es gemeinsame Vorfahren. Ja? Alle Säugetiere haben gemeinsame Vorfahren, aber die sind doch deutlich weiter weg als die ersten Nagetiere, die sich dann aus einer anderen Gruppe wieder abgespalten haben. Das heißt, eine gewisse Verwandtschaft ist schon vorhanden, aber Hasenartige sind mit den Nagetieren ungefähr so wie weit verwandt wie die Insektenfresser eben mit den Nagetieren verwandt sind. Also ein Igel und eine Maus sind ungefähr so verwandt wie ein Hase und eine Maus. Ja, auch wenn sie von den Zähnen her ansonsten gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Denn Hasenartige haben ebenfalls wie das Nagetier diese besonderen Schneidezähne, die sehr scharf sind. Nicht ganz so krass scharf wie bei manchen Nagetieren und nicht ganz so krass spezialisiert,
Aber nichtsdestotrotz wurzellos und damit ewig nachwachsend, alle Zähne übrigens, auch die Kauzähne, die dann hinten weiter hinten im Mund natürlich dann entsprechend liegen. Und die Schneidezähne haben, anders als beim Nagetier, überall Schmelz drumherum. Beim Nagetier ist der Schmelz nur vorne angewachsen und hinten dran ist nur noch das weiche Zahnmaterial, was dazu führt, dass sich der Zahn ständig selber nachschärft. Das tut der Hasenzahn auch bis zu einem gewissen Grad, ist aber nicht ganz so genial wie beim Nagetier. Muss man so irgendwie so ganz kleine Abstriche machen. Ja, in der Praxis ist ein Hase aber sehr wohl in der Lage, auch eben alles, was er so essen möchte, entsprechend abzuknapsen. Also sprich kleine dünne Zweigchen, Holz, verholzte Pflanzenteile, das ist so auch seine Nahrung, dann dazu kommen wir dann später noch. Das kann der wirklich problemlos abbeißen und hat da gar keine Schwierigkeiten. So. Ja, des Weiteren hat ein Hase, ein richtiger Hase, ein echter Hase, im Gegensatz zu den vielen, vielen, vielen Nagetieren, die besondere Eigenschaft, dass er mit seinen Vorderpfoten nicht greifen kann. Ja? Wenn wir uns Nagetiere angucken, sei es der Hamster oder die Maus oder die Ratte oder was auch immer oder das Eichhörnchen, die sind alle in der Lage zu greifen, ja? Die können mit ihren Vorderpfoten Dinge festhalten. Ein Hase kann das nicht, der kann mit seinen Vorderpfoten, ja gut, er kann ein bisschen damit buddeln, ein bisschen damit graben, aber er kann damit ansonsten nur laufen. Sein Essen hält er jedenfalls nicht fest beim Futtern. Ja? Der nagt da auch nicht dran, er nimmt es nicht in die Hände und knuspert dann runter, sondern er beißt es direkt von der Pflanze ab, von der er frisst und verzehrt das dann auf diesem Wege. Also das ist auch ein wichtiges Charakteristikum unserer echten Hasen. Außerdem unterscheiden sich echte Hasen von den Kaninchen, die mit denen sie sehr nah verwandt sind, durch die Länge der Löffel. Die sind nämlich noch mal etwas länger als beim Karnickel und durch die Gangart, während das Karnickel eigentlich mehr so eine hoppelnde Fortbewegung hat, auch im schnellen Lauf eine ziemlich hoppelnde Fortbewegung. Der Hase, wenn er langsam geht, wenn er sich kurz fortbewegt, also gemütlich, dann hat er auch so einen leichten Hoppelgang, aber nicht so ausgeprägt wie das Karnickel. Aber wenn der Hase rennt, dann rennt er auch richtig und das beziehungsweise ist so ein Sprunggang. Ja, also man kann es im Laufen wirklich deutlich den Unterschied erkennen. Ich kann das jetzt schwer erklären und habe leider auch kein Bildmaterial, aber auch das ist eine deutliche Unterscheidung. Außerdem, die Hasen bauen im Regelfall, außer in krassen Notsituationen, sage ich jetzt mal vorsichtig, keine unterirdischen Baue, wie die Kaninchen standardmäßig tun. Alle Kaninchen wohnen auch unterirdisch und buddeln sich Löchlein und verstecken sich da, ziehen da auch ihre Jungen auf. Und nochmal ein weiterer wesentlicher Unterschied: Hasen sind ausgesprochene Nestflüchter, während Kaninchen Nesthocker sind. Ja, also ein junger Hase ist ganz, ganz wenige Stunden nach der Geburt bereits ordentlich bepelzt, ja, der friert also nicht so schnell und er öffnet schon die Augen und sieht bereits was. Ein Kaninchen hingegen, das sieht eher aus wie so ein Nacktmull, wenn es frisch geboren ist und kann im ersten Moment erstmal gar nichts. Hasen haben auch nur eine sehr geringe Zeit, die sich die Mutter darum kümmern muss. In der ersten Zeit verstecken sie sich natürlich da, wo sie geboren werden, sind aber sehr kurzfristig dann auch in der Lage, ihr Lager entsprechend zu verlassen. Wie genau das, dazu kommen wir dann gleich noch. So, das waren jetzt so die allgemeinen Dinge jetzt erstmal zu den Hasenartigen. Hasenartige gibt es zwischen so 6,5, 6,6 bis runter auf eben ein paar hundert Gramm. So irgendwo zwischen diesen Größen bewegen wir uns da. Und es gibt bei den Hasen, muss man grob unterscheiden, was man zumindest wissen sollte, da gibt es noch ein bisschen mehr, aber gibt die Pfeifhasen und dann davon abgekoppelt unsere Kaninchen und dann halt nochmal die richtigen echten Hasen, darunter unser europäischer Feldhase, der Alpenschneehase oder der Polarhase. Den Polarhasen, den habe ich jetzt deswegen so davor hervorgehoben, weil er tatsächlich eine eigene Art ist und kommt endemisch auf den kanadischen Inseln vor Grönland quasi und auf Grönland vor. Und insbesondere dieses Exemplar, mit dem wir es hier zu tun haben, beziehungsweise die Exemplare, es sind insgesamt drei Tiere, die hier fotografiert sind, die haben die Besonderheit, dass es der klassische grönländische Polarhase ist, der auch im Sommer nicht braun wird. Ja, die meisten im
schneelebenden Hasen, um es mal so zusammenzufassen, neigen dazu, im Sommer zu Tarnungszwecken ein braunes Kleid zu bekommen, ein braunes Fell, weil sie halt als weißes Tier in der bräunlichen, grünlichen Umgebung sehr, sehr, sehr stark auffallen. Das tut unser Hase hier auch, weil er halt eben kein Sommerfell ausbildet, denn die grönländische Population ist eine Ausnahme, insbesondere die eher etwas nördlichere grönländische Population, weil die bleiben das ganze Jahr über weiß. Der Sommer ist so kurz, zumindest bisher gewesen, dass es sich für die nicht gelohnt hat, extra jetzt einen Fellwechsel durchzuführen wegen dieser kurzen Zeit. Und davon abgesehen, der ausgewachsene Polarhase, ja, die Jungen nicht, aber der ausgewachsene Polarhase hat keine natürlichen Feinde, weil er so ultra ist, dass ihn keiner kriegt. So. Warum ist jetzt der arktische Hase oder Polarhase nicht ein Schneehase? Wo sind da die Unterschiede? Naja, erstens, der Schneehase, der gräbt sich auch schon mal eine Höhle, das tut diese hier im Regelfall nicht. Zweitens, der da ist viel größer. Der Schneehase, der ist oft ein Ticken kleiner als unser einheimischer Feldhase. Ist ja auch ein sehr großes Tier eigentlich, gemessen an der Gesamtgröße von so einem durchschnittlichen Säugetier und so weiter. Ist so ein Feldhase bei uns daheim, also wirklich nicht klein. Also die sind schon ordentlich. Man ist teilweise immer überrascht, wenn man einen sieht, wie groß die eigentlich sind. Also so geht es zumindest mir. Und ich weiß, dass ich da nicht ganz alleine bin mit dieser Feststellung. Ne? Aber unser arktischer Hase hier, da hat man wohl schon welche gemessen, die wogen 6,7 Kilo. Und das ist für einen Hasenartigen so ziemlich der Rekordwert. Das müsste also mehr oder weniger tatsächlich, besonders die, die in Nordgrönland vorkommen, ist damit der größte Hase der Welt. Und der krasseste Hase, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Wäre dieser Hase hier der Ostereierhase, ja, dann würde Ostern ausfallen, weil der ist so ultra, wenn der Eier versteckt, dann findet die niemand. Ja? Und dann glaubt auch keiner an den Osterhasen, weil die Eier findet man ja nicht. Vielleicht ist er dann wirklich der Osterhase und wir wissen es nicht, weil wir nie seine Eier finden. Naja, jedenfalls, dieses Bild hier ist jetzt nicht unbedingt dazu geneigt, hier eine besondere Freude zu hinterlassen. Ja, der knabbert auch mal am Klopapier. Er hat es kurz mal probiert, festgestellt, dass es nicht schmeckt und ist dann auf dem nächsten Bild, wie wir gleich sehen werden, ganz schnell wieder zu Zwergweide übergeswitcht, die wohl offensichtlich viel besser schmeckt und außerdem gleich gegen Kopfschmerzen hilft. Also Kopfschmerzen hat er wahrscheinlich auch nie. Letztendlich muss man aber so fair sein, die Verwandtschaft zum Schneehasen ist natürlich groß. Das ist so ein bisschen wie der Eisbär. Der Eisbär ist genetisch auch super nah am Grizzly dran, aber er sieht halt ein bisschen anders aus. Gut, natürlich ziemlich anders, wenn man die Farbe noch bedenkt. Aber die sind sehr, sehr nah aneinander dran und haben sich erst vor kurzem getrennt, quasi, die Lebensräume. Und daher hat dann eine gewisse Ausdifferenzierung stattgefunden. Und so verhält es sich hier auch beim Polarhasen gegenüber dem Schneehasen. Der auf Grönland lebt, ist jetzt halt auch schon eine ganze Weile von der Festlandpopulation, beziehungsweise auf den kanadischen Inseln, ne, vom Rest von Kanada und Alaska eben entsprechend getrennt und langsam findet eine Ausdifferenzierung statt, dass halt der Grönlandhase noch ein bisschen krasser ist als eben der Schneehase. Insbesondere eben die Exemplare, die selbst im Sommer weiß bleiben, die haben morphologisch doch einen deutlichen Unterschied zum normalen Schneehase. Der Schneehase hat immer einen Fellwechsel. Es gibt teilweise sogar Exemplare, die einen dreifachen Fellwechsel haben, also ein Übergangskleid, ein Sommerkleid und ein Winterkleid. Ja, haben wir hier offensichtlich nicht, ne? Also wie schon erwähnt, wird unser Polarhase 6 Kilo schwer, ne? 6,7. Das ist der Höchstwert, den man halt bisher so gefunden hat. Das kann auch mal kleiner sein, dass er nur 4 Kilo hat oder sonst wie. Das erscheint jetzt gar nicht so groß. Für einen Hasen ist das aber viel. Müssen wir immer im Hinterkopf behalten, das sind eher eigentlich kleine Tiere. Das heißt, auch der Hase folgt da dieser Regel, dass je nördlicher die Verbreitung eines Säugetiers, das nördliche Exemplare aufweist, desto größer wird's. Und das ist auch eben bei unserem Polarhasen hier zu beobachten. Auch mit die größten Wölfe der Welt findet man in Nordgrönland oder auch Nordkanada, Nordalaska in diesem Bereich. Also je nördlicher, desto größer. Und ja, kann man also bei vielen Tierarten eben entsprechend beobachten. Das ist auch beim Hasen hier sehr ausgeprägt.
Was hat der jetzt für tolle Eigenschaften? Er ist auch der längste Hase. Er wird bis zu 64 Zentimeter lang. Da hatte ich am Anfang dieses Bild im Sprung, wo er gerade springt. Da kann man schön die Gesamtlänge sehen. Ansonsten hockt er immer gerne ein bisschen gebückt, dass er sich wirklich lang macht und dann seine durchaus sehr kräftige Muskulatur nutzt, um dann Schwung zu holen im Flug. Er kann auch 3 bis 4 Meter weit springen, problemlos, für so einen Hopser mal unterwegs, ne? Er kann auch übrigens 3 Meter hoch springen. Und durch seine wirklich enorme Laufmuskulatur und seine sehr, sehr starken Hinterbeine, auch seine sehr langen Hinterbeine, man kann bei einem Hasen immer so ein bisschen von Heckantrieb sprechen, dadurch, dass er halt die Vorderbeine quasi zum Ausbalancieren zwischen den enormen Sprüngen mit der enormen Kraft seiner Hinterbeine verwendet. So kann man das ungefähr formulieren. Und das ist das schnellste Tier der Arktis. Also schnellste Landtier der Arktis. Man denkt immer vom Eisbär, der ist super schnell, vor dem kann man nicht wegrennen. Wolf, super schnell, vor dem kann man nicht wegrennen. Das stimmt auch beides, man kann vor beidem nicht wegrennen, aber auch die können einen Quatsch, einen Polarhasen nicht fangen, weil der ist noch super schneller und vor denen kann er wegrennen. Ja, davon abgesehen ist er so wendig und so mobil, kann auch Haken schlagen, wie man das vom Hasen eben entsprechend gewöhnt ist, dass das ausgewachsene Exemplar mit seinen bis zu 70 km/h Spitze einfach allem davonrennt, was sonst auch nur im entferntesten in dieser Gegend vorkommt. Und auch die Wendigkeit mit dem Haken schlagen schützt ihn auch vor den großen Raubvögeln, die potenziell schon von der Menge her in der Lage wären, mit einem erwachsenen Schneehasen fertig zu werden. Aber es kommt wohl nur äußerst selten vor, dass wirklich mal ein Schneehase, ein ausgewachsener Opfer von irgendeinem Raubtier wird. Der ist einfach zu ultra. Also ich mag die wahnsinnig gerne. Lebensweise. Es klingt erstmal überraschend, dass der Polarhase keinen Winterschlaf hält. Der ist das ganze Jahr über aktiv und immer unterwegs. Klingt erstmal überraschend, weil man sollte doch meinen, dass viele Tiere auf Grönland mit dem langen und harten Winter doch Winterschlaf halten. Nö, so gut wie niemand hält wirklich Winterschlaf, weil einfach der Winter so lang und hart ist, dass man ihn nicht durchschlafen kann. Der Einzige, der den Winter eventuell verpennt, ohne einen richtigen Winterschlaf, also eine signifikante Reduktion der Herzfrequenz und der Körpertemperatur überhaupt eintreten zu lassen, ist der Eisbär. Ja? Alle anderen Landsäugetiere, die hier Unwesen treiben, sind auch im Winter aktiv, weil sie einfach durch den langen Winter gezwungen sind, da kontinuierlich Nahrung aufzunehmen. So auch eben unser entsprechender Hase. Und wie man sieht, frisst er vor allen Dingen Birke und Weide. Er frisst auch alle anderen Pflanzen, die da sind. Er ist da nicht wählerisch, er kann mit allem was anfangen. Besonders gerne scheint er aber wirklich Blätter zu haben, was ich jetzt deshalb weiß, weil dieses Exemplar hier nur primär die Blätter eben entsprechend von den Weiden abgeweidet hat und dann zwischendurch mal noch ein bisschen an der Birke geknabbert hat. Ja, und am Klopapier. Aber das nur sehr kurz und nicht sehr lange. Na, das ist seine Primärnahrung. Das ist auch wichtig, weil die ganzen Blätter. Die sind im Winter natürlich nicht verfügbar, aber dadurch, dass er sich auf die Weiden und Birken spezialisiert hat, das sind die einzigen Holzpflanzen, die da vorkommen, größtenteils zumindest, mindestens hier nördlich des Polarkreises gibt es nur noch die zwei Gattungen als Holzpflanze, beziehungsweise ja doch Gattungen ist der richtige Begriff, Entschuldigung. Und die buddelt er sich im Winter einfach so weit aus, beziehungsweise er sucht sich Stellen, an denen der Schnee nicht so hoch liegt. Und gräbt dann mit seinen kräftigen Vorderpfoten. Wir haben hier auf diversen Bildern bereits gesehen, dass der wirklich ordentliche Vorderpfoten hat. Die sind auch sehr groß für einen Hasen. Der hat auch relativ stabile und feste Krallen dran. Die kann man nicht sehen, weil die Vorderpfoten natürlich auch relativ flauschig behaart sind. Braucht er ja, sonst kriegt er kalte Pfoten. Und dann gräbt er sich wirklich ein bisschen den Schnee weg. Gräbt gerade die Knospen unserer Weiden und Birken eben entsprechend frei und die mampft dann ab. Und das macht er überall. Teilweise kann er zum Buddeln auch noch sein Gebiss benutzen, also dass er wirklich auch mal ein bisschen den Schnee wegbeißt, was dann notwendig ist, wenn der natürlich sonderlich überfroren ist. Wenn dann irgendwann die Pfoten nicht mehr reichen, dann geht das halt eben dann so. Er versucht natürlich, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, wenn er im Winter unterwegs ist.
Deswegen ist es ja auch gerade umso wichtiger, dass er sich auch da aufhält, wo eben Windverwehungen dafür sorgen, dass der Schnee nicht besonders tief ist. Er ist also damit auch kein besonderes Küstentier, was Grönland angeht, sondern eher im Bereich des also im Rand des Inlandeises anzutreffen, weil da mit ständigem Wind zu rechnen ist und damit auch ständig die Möglichkeit besteht, dass der Schnee etwas weggeweht wird. Davon abgesehen, die Schneedecke ist im Inneren von Grönland weniger hoch bzw. weniger dick, als das eben an den Randbereichen, an der Küste dann der Fall ist, weil einfach da mehr Niederschlag runterkommt und dann auch mehr Schnee liegt. Im Inneren wird es langsam so halbwüstenartig, also jetzt zumindest in der mittleren, geografisch mittleren Grönland, denn wir sind hier jetzt im Westen, im mittleren Westen sozusagen unterwegs. Und das ist eigentlich ideal für den Schneehasen. Ist hier ein sehr wildreiches Gebiet auch. Da dürfte es ihm relativ gut gefallen. Und ja, er ist ja auch fleißig am Knuspern. Schneehasen und generell die meisten Hasenartige verdauen ihre fast ausschließlich pflanzliche Kost. Im Fall von unserem Polarhasen hier, habe ich schon wieder Schneehase gesagt, verflixt. Im Fall von unserem Polarhasen hier ist es so, dass er manchmal auch tierische Nahrung zu sich nimmt, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Dafür ist sein Verdauungssystem zwar eigentlich nicht ausgelegt, geht aber trotzdem und er nimmt es mit, wenn er es kriegen kann. Also auch mal so einen kleinen Käfer oder eine Mückenlarve oder wenn halt gerade verfügbar, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Aber normalerweise funktioniert sein Verdauungssystem so, dass erstmal alles durch den Magen geht, wie bei uns auch, das kennt man. Dann geht es erstmal durch den Anfangs, sage ich jetzt mal, Darm, braucht man gar nicht weiter ausführen, wie bei uns, alles ganz normal und landet dann aber in einem stark vergrößerten, beutelförmigen Blinddarm. Und in diesem beutelförmigen Blinddarm wird alles nochmal eine Zeit lang durchgegärt. Die Vitamine werden freigesetzt und vor allen Dingen für die Verdauung, für die normale Säugetierverdauung verfügbar gemacht. Und der Inhalt des Blinddarms wird dann in einer speziellen Schleimkapsel wieder ausgeschieden, also durchläuft den kompletten weiteren Darm und kommt hinten raus, sieht aber auch optisch und geruchlich und auch sonst irgendwie anders aus als der normale Hasenköttel, den man kennt. Weil der Hasenköttel, den man kennt, der ist ja nun wirklich, da macht nicht den Eindruck, als ob da noch irgendwelche Nährstoffe drin wären. Und da sind auch kaum noch welche drin, denn der Hase isst sein Essen eben entsprechend zweimal. Einmal eben nach Vorverdauung in eben dieser speziellen Kapsel. Die wird sofort wieder aufgemampft. Die legt der gar nicht großartig irgendwo hin, sondern nimmt sie direkt da wieder weg, wo sie dann zum Vorschein kommt. Und dann wird das Ganze normal verdaut. Das ist also quasi wie das Wiederkäuen bei Kühen, nur dass das nicht wirkt, sondern anderweitig nochmal zu sich nimmt. Ja, sehr effizient, absolut notwendig für diesen Lebensraum, um wirklich jedes bisschen Nährstoffe aus der sehr kargen pflanzlichen Kost hier rauszuholen. Insbesondere da es ja auch der Hase ist, unser Polarhase, der mit Abstand die kargeste Kost überhaupt hat. Von allen Hasen. Die anderen haben alle die Möglichkeit, sich auch mal wirklich super tolle frische Kräuter und ganz viel frisches Grün reinzupfeifen und haben auch einen viel längeren Sommer in dem Gebiet, wo sie leben. Unserer hier frisst proportional mehr Zeit des Jahres nur Ersatznahrungen wie Triebe und Knospen, als er dann im Sommer in der Lage ist, wirklich das saftige Zeug zu futtern. Aber nichtsdestotrotz, es schafft es, es geht ihm gut und er ist toll. Deswegen wahrscheinlich. Für die kalten Winter von bis zu minus 40 Grad hat er natürlich einen ausgesprochen dichten Pelz, der sehr flauschig sein muss. Er hat sich nicht streicheln lassen. Sehr schade, hätte ihn wirklich zu gerne mal in den Arm genommen oder so. Die sind aber auch niedlich. Naja, jedenfalls ein ausgesprochen dichter Pelz, der vor allem dadurch besonders wärmt, dass er hohle Haare hat. Ja, also die berühmte Hohlfaser, die wir von Schlafsäcken und Isolationsklamotten kennen, die hat der Hase schon lange erfunden gehabt, bevor wir auch nur auf die Idee gekommen wären, dass es sowas mal geben könnte. Und damit läuft er rum, insbesondere im Winter. Und das ist schön warm und dann bleibt es auch gemütlich. Wenn allerdings zu sehr der Wind peitscht und zu sehr der Schneesturm kommt, dann gräbt er sich eine kleine Mulde, da hockt er sich rein, drückt sich nieder, duckt sich und lässt sich vom Schnee auch so ein bisschen einwehen und durch Schnee treiben. Und irgendwann hat er es dann relativ gemütlich, ist er schön eingeschneit, er ist ja gut isoliert, der Schnee schmilzt dann auch nicht auf ihm, weil er so gut isoliert ist, dass das nicht geht. Und dann hat er es eigentlich ganz gemütlich. Und wenn das Schneetreiben vorbei ist, dann buddelt er sich da halt eben entsprechend wieder raus und dann geht es weiter mit Futtersuche, also auch im Winter. Polarhasen leben
im Regelfall einzelgängerisch. Es kommt aber hin und wieder mal vor, dass sie auch bei besonders gutem Nahrungsangebot an Stellen, wo es leckeres Futter gibt, dann mal in Gruppen auftreten. Und natürlich zur Paarungszeit treffen sie sich dann auch, insbesondere natürlich die Männchen und die Weibchen oder die Männchen untereinander. Das ist besonders faszinierend, um sich dann eben entsprechende Boxkämpfe zu liefern. Also Hasenkämpfe, sehr, sehr, sehr spektakulär. Es sieht eigentlich genauso aus wie bei unserem Feldhasen. Da gibt es also auch entsprechendes Bildmaterial, wer das ergoogeln mag. Aber natürlich ist dadurch, dass die Hasen noch größer sind und natürlich in diesem weißen, spektakulären Fellkleid, was sie halt nun mal haben, finde ich, potenziell sind die Kämpfe der Polarhasen also nochmal einen Hauch beeindruckender. Ja, dann noch ein paar Details zur Paarung und zur Jungenaufzucht. So, also, da sie ja zeitnah werfen müssen, wenn dann mal Frühjahr ist, findet die Paarungszeit noch im grönländischen Winter statt, also im April im Regelfall. Das kann auch schon mal dann sogar noch im März der Fall sein, je nachdem, wie die Situation halt ist, das entscheiden die Hasen dann individuell. Abhängig ist das übrigens von der männlichen Keimdrüse, also sprich, der Hase hat nur eine bestimmte Zeit lang, nämlich über die Sommermonate, der Hase, der Rammler, überhaupt die Möglichkeit, Nachwuchs zu produzieren, ne? Und dementsprechend ist das der begrenzende Faktor. Die Weibchen haben aber die kompletten Sommermonate über die Möglichkeit, Milch zu produzieren, also ein gewisser Milchfluss ist vorhanden. Soll heißen, theoretisch wäre ein zweiter Wurf pro Sommer möglich, der ist aber im Regelfall zu kurz. Noch. Wenn es jetzt wärmer wird, sieht man keinen Grund, weshalb das irgendwie den Polarhasen benachteiligen sollte. Anzunehmen ist, dass der sich sogar weiter ausbreitet, weil er dann möglicherweise noch einen zweiten Wurf pro Jahr eventuell schaffen könnte. Aber jedenfalls, wenn wir jetzt sagen, im April ist Paarungszeit, dann dauert es gar nicht mal so lange, bis die Jungen soweit sind und geboren werden können. Das ist dann Ende Mai, Juni, spätestens im Juli meistens der Fall, so durchschnittlich. Also jetzt gehen wir mal einfach von Juni aus. Wir müssen wissen, in Grönland im April ist da noch absoluter Winter. Ende Mai beginnt es normalerweise so weit zu tauen, dass bereits trockene Fleckchen zu finden sind, wo überhaupt möglich ist, dann ein Nest für die Jungtiere anzulegen. Im Juni ist dann so irgendwann mal der meiste Schnee weg. Und im Juli beginnt der richtige krasse Sommer, wo es dann auch größtenteils, zumindest da, wo sich dann die Hasen aufhalten, eisfrei und schneefrei sein sollte, bis auf so ganz, 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 ganz kleine Reste. So, das Gute ist jetzt, da das ja Nestflüchter sind, die jungen Hasen, brauchen die bloß, sind übrigens 2 bis 8, Entschuldigung, das wäre noch wichtig zu sagen, dass es sich um 2 bis 8 Jungtiere handelt und die brauchen quasi nur 2 Monate, um von der Mutter entwöhnt zu werden, also sprich keine Milch mehr zu bekommen, sollen sich dann selber versorgen und sind bis zum September, also wenn sie jetzt im April geboren werden, sind sie spätestens im September selbstständig und können selbstständig eben entsprechend gucken, dass sie noch ein bisschen was gefressen kriegen, das machen sie natürlich vorher auch schon, ja, nicht erst, wenn sie selbstständig sind, um sich noch ein gewisses Fettdepot anzulegen und mit dem sie dann durch den Winter müssen, weil der Winter wird dann auch kommen, so Mitte, Ende September geht es normalerweise los, dass der erste Schneefall einsetzt und spätestens dann Mitte, Ende Oktober ist Winter, Punkt, aus, Ende. Ja. Und bis dahin haben sie also gar nicht so viel Zeit. Das muss irgendwie alles in die Sommermonate gepresst werden und das wird es auch. Ja, wie gesagt, 2 bis 8 Jungtiere. Sollte der erste Wurf aus irgendwelchen Gründen verloren gehen, ist es durchaus schon vorgekommen, dass sich die Weibchen nochmal verpaaren. Da ja die Männchen auch noch zeugungsfähig sind und die Weibchen noch die Möglichkeit haben, eben entsprechend Milch zu produzieren. Und dann kann es sein, dass sie es eben riskieren, noch einen zweiten, späteren Wurf zu kriegen. Das ist insbesondere dann möglich, wenn der Geburtstermin vom ersten Wurf bereits Ende Mai gewesen ist. Oder jetzt in Zeiten von Klimawandel wäre halt auch schon ein Mitte Mai möglich, wenn die Paarungszeit auch entsprechend vorverlegt wird. Das wäre eine Beobachtung, die jetzt niemanden großartig überrascht. Ich habe dazu aber keine aktuellen Zahlen und kann das insofern jetzt nicht belegen, dass es dazu bereits gekommen ist. Aber es wäre wirklich nicht überraschend, sollte das mal der Fall sein.
Im ersten Monat nehmen die Jungen etwa 50 Gramm pro Tag zu. Das ist also eine enorm schnelle Entwicklung und eine typische Nestflüchterentwicklung, weil sie halt einfach sonst keine Chance im Winter haben, hätten, wenn sie nicht ausgewachsene Tiere wären. Übrigens auch bei unseren rein weißen grönländischen Polarhasen hier, die keinen Fellwechsel durchmachen, sind die Jungtiere erstmal braun und verteidigen sich sozusagen so gegen Feinde, dass sie sich völlig bewegungslos hinducken und aussehen wie ein Stein. Ja, also das heißt, die findet man einfach nicht. Junge Polarhasen sind natürlich dann auch durchaus Futter für alle gängigen Fleischfresser, die in Grönland so ihr Unwesen treiben, inklusive natürlich der ganzen Vögel, zum Beispiel der Schneeäule, die holt sich gerne mal so einen jungen Hasen. Aber wenn sie dann ausgewachsen sind, das hatten wir ja schon angesprochen, sind sie einfach zuwendig und zu wachsam. Übrigens, ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, die Sinne unserer Hasen hier. Wie wir schon in den Filmschnipseln teilweise gesehen haben, haben sie Radarohren, hören also in alle Richtungen ganz hervorragend. Sie riechen auch ausgezeichnet und sehen auch super gut. Was es halt so saumäßig schwierig auch macht, den Hasen zu überraschen. Die seitliche Lage der Augen am Kopf führt dazu, dass sie ein fast 360-Grad-Blickfeld haben. Lediglich direkt hinterm Kopf gibt es einen kleinen Bereich, wo sie wirklich nichts sehen können. Aber den zu überraschen, den guten Polarhasen, und ihn quasi durch Überraschung und durch Anschleichen fangen zu können, ist nahezu unmöglich. Die Inuit essen übrigens ganz gerne mal so einen Hasen. Die sind wohl auch wirklich ziemlich lecker. Auch unser einheimischer Hase ist ja durchaus was, was man gut essen kann. Schmeckt ja schon gut. Aber das passiert gar nicht so oft. Und bisher haben sie auch noch nicht den Bestand in irgendeiner Art und Weise jemals gefährdet gehabt. Gut, damals, als sie noch als Naturvolk gelebt haben, sowieso nicht. Da macht man sowas nicht. Jetzt, wo man das Hasenfell auch exportieren könnte, ist es auch dazu nicht gekommen, weil die Jagd auf die Hasen einfach so schwierig ist. Man muss sie wirklich überraschen und nah rankommen. Das ist ja ein kleines Tier, den musst du auch erstmal treffen. Und das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Jetzt entlang des Weges, die Hasen, die ich hier fotografiert habe, waren ja alle nicht besonders scheu, haben die einfach gelernt, dass Touristen harmlos sind. Aber ich traue ihnen auch die Intelligenz zu, zwischen einem Jäger und einem Touristen eben entsprechend zu unterscheiden. Und vielleicht unterscheiden sie auch, befinde ich mich an dem ollen Wanderweg, wo hier ständig diese komischen zweibeinigen Viecher vorbeilaufen, oder befinde ich mich irgendwo im Hinterland, wo auch mit Jägern zu rechnen ist. Also das könnte man schon annehmen, dass die das vielleicht eventuell sogar schon begriffen haben, der ein oder andere. Sie sind nicht bedroht, in keinster Weise. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass sie bald aussterben werden. Weder durch Bejagung noch durch irgendwelche anderen Faktoren ist das in Sicht, dass die Polarhasen größere Schwierigkeiten kriegen werden. Finde ich persönlich sehr beruhigend und ich freue mich einfach für sie. Ja, wenn mir noch was einfällt, kommt das gleich noch. So, und mir ist auch erfolgreich noch was eingefallen. Und zwar, wenn die Hasen in Gruppen leben, ich hatte gemeint, sie müssen nicht zwingend einzelgängerisch leben, gibt sie auch in Gruppen, dann ist das meistens so, dass sie das im Winter machen. Das bringt nämlich einen deutlichen Überlebensvorteil, nämlich einfach dadurch, dass sie quasi die Pinguinkolonie gründen können. Man hat wohl auch schon Kolonien von 200 Hasen entsprechend gesehen, gerade wenn es besonders kalt gewesen ist oder auch im auslaufenden Winter. Kurz bevor die Paarungszeit beginnt, sind die Gruppen dann ja auch noch aktiv und zerfallen dann mit Einsetzen der Paarungszeit und mit den beginnenden Kämpfen der Männchen. Die einzige Zeit, wo man übrigens von der Optik her Männlein und Weiblein unterscheiden kann, weil normalerweise gibt es keinen Geschlechtsdimorphismus beim Polarhasen. Das heißt, Männchen und Weibchen sehen komplett identisch aus. Möglicherweise sind die Männchen einen Hauch schwerer, das kann man aber so natürlich auch nicht feststellen. Und dazu gibt es auch gar keine Daten, weil man noch nie so viele Polarhasen untersucht hat, dass man irgendwelche durchschnittlichen Gewichte von denen richtig erfassen kann und zumindest Vergleichsmöglichkeiten nach Geschlecht eben hat. Ja, und solange sie eben als Gruppe zusammenleben, die Pinguinkolonie meint, sie kuscheln sich einfach eng zusammen, bilden einen großen Block aus Hasen und haben es dann alle schön warm. Also das ist natürlich doch mal deutlich angenehmer, als alleine irgendwo in der Schneekuhle zu hocken. Und es könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein bisschen vielleicht abnehmen wird, wenn die Winter weniger kalt werden. Aber das muss nicht unbedingt was heißen und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Ja, das mit dem Geschlechtsdimorphismus, der nicht vorhanden ist, wollte ich noch erwähnen. Und
Normalerweise sind sie dämmerungs- und nachtaktiv, da wo Dämmerung und Nacht existieren. Wenn sie logischerweise im Gebiet der Mitternachtssonne unterwegs sind, müssen sie ja tagaktiv sein, weil anders kann das ja gar nicht gehen. Und dementsprechend ist das auch nochmal eine wichtige Verhaltensweise, dass es sich also hier um ein tagaktives Säugetier eben handelt. Also hat ja auch keine natürlichen Feinde, wie gesagt, wenn ausgewachsen. Ja. Das wäre es gewesen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr findet den tollen Polarhasen ebenfalls jetzt ganz, ganz toll. Und wenn ihr mal welche beobachten wollt, es ist wohl wahrscheinlich, man müsste schon sehr viel Pech haben, wenn man in Grönland unterwegs ist und eine längere Strecke wandern geht, dass einem nicht mal ein Polarhase begegnet oder man zumindest mal in der Ferne einen vorbeihoppeln sieht. Also man kann sie schon wirklich gut beobachten. Wenn man dann noch Großaufnahmen von ihnen machen möchte, braucht man trotzdem ein Teleobjektiv. Mit dem Handy geht das nicht. Aber ja, so viel dazu. So, und jetzt mache ich noch einmal eine Bewegthasenszene in Originalton, quasi zum Abgewöhnen, möchte mich aber schon mal verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören und Zugucken und ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss. Ups, ich habe ihn verloren.